Wir sind mal vor über 25 Jahren eben auf den Kürbisanbau gekommen. Anfangs sind wir belächelt worden und mittlerweile hat sich das aber eigentlich als gutes Standbein vom Betrieb herausentwickelt. Und jetzt machen wir nicht nur Kürbiskernöl, sondern auch verschiedene andere Produkte wie Knabberkern mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, Kürbiskernpesto. Und wir haben auch verschiedene Arten eben von Geschenkskörbe, je nach Anlass, wie es ein Kunde haben will. Die Kürbis werden Anfang Mai gesetzt. Die Ernte ist nachher Mitte Oktober meistens bei uns. Die Kerne werden am gleichen Tag, wo sie geerntet werden, gewaschen und kommen sofort auf die Trocknungsanlage, damit sie eben nachher haltbar sind. Man kann Kernöl eben nicht nur für einen Salat verwenden, sondern auch zum Kochen, zum Backen verwenden. Kürbiskernöl ist sehr gesund, hat sehr viele Vitamine und verschiedene Fettsäuren drinnen. Und wir geben in unsere Kunden ob Hof auch gern Rezeptvorschläge mit, damit sie einfach neue Rezepte kennenlernen.